Hallo zusammen, ich sitze hier mit Axel Hacke. Er ist Bestsellerautor und hat gerade kürzlich dieses Buch hier geschrieben über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten. Und Heiterkeit, damit meint er nicht irgendwie so ein Schenkelklopferei oder ein lautes, brüllendes Lachen, sondern eine feine Lebenshaltung. Und was es damit auf sich hat, das finden wir jetzt raus mit einem kleinen Spiel. Wir sollen hier Zitate ziehen. Die Zitate, die wir gut finden, die behalten wir, alle schlechten schreddern wir. Okay, das mögen Sie anfangen? Ich fange an. Also. Was steht da? Sie kommt gleich. Okay. Woran erkennt man, dass jemand einen Manta mit Automatikgetriebe fährt? Das linke Bein hängt auch aus dem Fenster. Manta-Witze sind großartig aus. Ja, ja. Das behalten wir, müssen wir behalten. Jetzt stecke ich mir ein für nachher. Das erinnert mich an mein Poesiealbum. Lebe glücklich, lebe froh, wie die Maus im Haferstroh. Das hat man sich da reingeschrieben und dann konnte man eine Maus zeichnen, weil das hat man noch hingekriegt, im Gegensatz zu irgendwie sonst einem Tier. Ehrlich gesagt, das ist ja nett, aber ich mag das trotzdem nicht. Weil ich denke, wir sind einfach keine Mäuse. Wir sind nun mal komplexer. Und das heißt dann eben auch, dass wir manchmal nicht froh sind. Und man soll nicht einfach. Wer weiß schon, ob die Mäuse im Haferstroh glücklich sind, wissen wir auch nicht so richtig. Das wollen wir nicht. Hat auch schon ein Loch. Im Grunde nämlich gibt es nur Heiterkeit, wo es Sieg gibt. Friedrich Wilhelm Nietzsche. Schredder. Nee, das ist nichts. Es braucht doch auch. Nietzsche, komm. Nietzsche, nicht mal der Apparat will's haben. Die verborgene Quelle des Humors ist nicht Freude, sondern Kummer. Mark Twain. Da ist was dran. Ja, man muss ja über den Kummer irgendwie hinwegkommen und da hilft ihm der Humor. Das ist aber nicht die einzige Quelle, oder? Nein. Es gibt auch andere Quellen. Ja, mit Sicherheit. Aber eine ist es schon. Genau, entspricht eigentlich Ihrer Haltung, oder? Ja. Dass man sozusagen den Kummer integriert und nicht exkludiert. Genau. Dann ist man heiter. Ja, ja, ja. Also ich finde es richtig. Wir lassen es gelten. Ja. Meine Welt hat Schatten und Licht. Mein Zuhause ist alles für mich. Eine heile Welt voll Vertrauen, das ist Glück. Und mehr brauche ich nicht. Meine Welt. Helene Fischer. Nein, halt, warum tun Sie das sofort rein? Weil es von Helene Fischer ist. Das ist unfair. Das ist unfair. Nee, total unfair. Das ist ein Ad hominem Argument, das lassen wir nicht gelten. Naja, völlig richtig. Nee, Moment, was steht da hin, noch? Ja. Meine Welt hat Schatten und Licht. Naja, mein Zuhause ist alles für mich. Also. Nein, eine heile Welt, das will ich auch nicht. Heile Welt, das finden wir nicht gut. Heile Welt ist nicht das gut. Das ist Kitsch und Klischee. Eine Welt voll Vertrauen. Ich mach weiter. Wir hätten jetzt noch atemlos durch die Nacht singen können, das wäre heiter. So, ui, Fun ist ein Stahlbad. Die Vergnügungsindustrie verordnet es unablässig. Lachen in ihr wird zum Instrument des Betrugs am Glück. Das ist Adorno. Das ist natürlich Adorno, Dialektik der Aufklärung. Ja, in allem Ernst, aber Adorno schmeißt man nicht weg. Also nein, Adorno, nee. Nee, ist ja auch, also ich fand es nie richtig. Ich finde es ein bisschen parteiisch. Teilweise ist es schon richtig. Ja. Also weil er natürlich die Vergnügungsindustrie kritisiert und zu Recht kritisiert, die das kapitalistische System stabilisiert. Und das ist nicht ganz unwahr, aber es ist natürlich nicht die ganze Wahrheit. Also, es ist aber es ist ein bisschen wahr. Es ist ein bisschen wahr, auch weil natürlich Adorno auch recht hat, dass man dieses dauernde Lachen, das ist ja auch zum Teil, wird das ja auch gepredigt in der positiven Psychologie, dass alles irgendwie happy sein muss. Und das ist ja tatsächlich eher schädlich für uns alle und eher ein trauriger Zustand. Genau, es ist ein Lachzwang, ja. Also wir behalten es. Ja. Wir nehmen ein bisschen weg. Ein bisschen fanden wir nicht gut. Ach, das kann man auch machen. Ja, ich mache. Ja. Ich weiß nicht, ob man das machen kann. Ich finde, zur Heiterkeit gehört auch, dass man die Spielregeln manchmal ändert. Ja, man muss sich die Spielregeln nehmen.
Es ist schlimm, in einem Lande zu leben, in dem es keinen Humor gibt. Aber noch schlimmer ist es, in einem Lande zu leben, in dem man Humor braucht. Bertolt Brecht. Aber das ist eigentlich ganz schön, ja. Weil das tatsächlich, ja, immer gut, also, ja, doch, stimmt. Oder? Ja, es ist ein bisschen auf die Spitze getrieben, wie oft bei Bertolt Brecht, aber ich finde es auch klug. Gut, also okay, behalten wir. Ja. Warum bucht eine Blondine keinen Nonstop-Flug? Weil sie Angst hat, nie wieder aussteigen zu können. Ja. Ehrlich gesagt, ich finde Blondinenwitze fast immer lustig. Okay. Aha. Das Lachen ist meist mit einer gewissen Empfindungslosigkeit verbunden. Die Komik bedarf also einer vorübergehenden Anästhesie des Herzens, um sich voll entfalten zu können. Das ist Henri Bergson, Das Lachen, berühmtes Essay des Nobelpreisträgers, 1899 erschienen. Das ist ein sehr kluger Text. Und es stimmt ja, also man kann nur über jemanden lachen, wenn man kein Mitleid mit ihm hat. Oder also dieses Mitfühlen, die Empathie muss weg sein, sonst kann man nicht lachen. Das ist, stimmt. Es gibt natürlich so ein zärtliches Lachen, wenn man zum Beispiel lachen muss, wie ein Kind irgendwie was total Ulkiges erzählt, dann hat man ja trotzdem noch so ein offenes Herz für das Kind und so. Aber das, was er meint, so dieses Auslachen, funktioniert natürlich nicht. Ich habe George Bernard Shaw, der ist eigentlich immer gut. Mal schauen. Ich habe gelernt, vom Leben nicht zu viel zu erwarten. Das ist das Geheimnis aller echten Heiterkeit und der Grund, warum ich immer angenehme Überraschungen statt trostloser Enttäuschungen erlebe. Ja, das ist ein echter Stoiker, würde ich sagen, oder? Ja, Erwartungsmanagement, man schraubt mal irgendwie die Erwartungen ein bisschen runter. Genau. Und dann, wenn man nicht zu viel erwartet. Ja, gibt einen schönen Witz mit George Bernard Shaw, der Churchill eingeladen hat zur Premiere seines Stückes und hat ihm geschrieben, come to my play and bring a friend if you have a friend. Und Churchill hat zurückgeschrieben, I'm busy on the first night, but I will come to the second night if there is a second night. Das ist böse. Ja, sehr böse. Das ist sehr böse. Und gut gegeben, ne? Ja. Die mochten sich vielleicht nicht so, die beiden. Offenbar nicht, aber sie haben es auf eine schöne Weise ausgetragen. Ja, sehr gut, den behalten wir. Ist einer heiter, so ist es einerlei, ob er jung oder alt, gerade oder bucklig, arm oder reich sei. Er ist glücklich. Arthur Schopenhauer. Ja. Nein. Ob man glücklich ist, wenn man heiter ist, weiß ich nicht so genau. Das ist nicht dasselbe. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Schopenhauer. Es ist ja interessant, dass Schopenhauer das ausgerechnet schreibt, der ja ein totaler Pessimist war und überhaupt kein... Er hat aber viel über das Thema geschrieben und auch nicht alles war ganz falsch, aber das hier ist doch mindestens halb falsch. Also, was mir nicht gefällt, ist, dass ja Aristoteles sehr recht hatte, als er quasi gesagt hat, es braucht beim Glück immer einerseits diese inneren Zustände, aber es braucht halt auch die äußeren Gegebenheiten. Ja. Und das fehlt mir hier so ein bisschen. Man kann tatsächlich auch zwar heiter sein in sehr miserablen Umständen, aber nicht glücklich, weil einem einfach die materiellen Auskünfte beispielsweise fehlen. Ja, also das Armsein macht es nicht leichter, glücklich zu sein. Das wird ein bisschen suggeriert hier. Ja. Ja. Also es ist egal, ob arm oder reich. Hauptsache, du bist schön entspannt und gelassen und dann bist du auch glücklich. Ganz so einfach ist es nicht. Wir schreddern es. Das ist ja toll, dass man Schopenhauer hier schreddern darf. Wollten Sie immer mal tun, oder was? Ich wollte immer schon mal Schopenhauer schreddern. So, wie nennt man einen intelligenten Menschen in Österreich? Kennen Sie den? Nein. Tourist. Hey, ich verstehe ihn nicht. Nicht? Nein. Ein intelligenter Mensch in Österreich, also es kann kein Österreicher sein, weil er ist von außerhalb. Also das ist totaler Chauvinismus. Natürlich. Das wird sofort geschreddert. So ein Schwachsinn. Das ist eine Form, wo... Entschuldigung, ich habe Sie nicht einmal mit abstimmen lassen.
Diese Art von Humor mag ich nicht. Man muss die Österreicher schützen. Mahatma Glück, Mahatma Pech, Mahatma Gandhi. Der ist lustig. Das ist von Bernd Stelter. Also ich würde mal sagen, ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau. Aber wir behalten es trotzdem. Wir behalten es muss doch es nicht so, immer alles niveauvoll sein. Nein, noch hin, überhaupt nicht. Um Gottes Willen, wir wollen nicht zu viel Niveau, oder? Dabei ist mein Niveau schon eh weit unten. Das glaube ich Ihnen nicht. Jetzt kommt Kant, das Niveau wird noch gesteigert. Ah. Nur das fröhliche Herz allein ist fähig, Wohlgefallen am Guten zu empfinden. Hui, das ist niveaureich. Das ist schon alles? Das ist schon alles, ja. Ich dachte, Sie hätten es gerne ein bisschen ausführlicher. Ja, ich hatte gedacht, als Kant, es kommen noch ein paar Seiten. Ehrlich gesagt, ich kannte diesen Satz so nicht. Wo steht er wohl? In der Urteilskraft oder wo? Nur das fröhliche Herz allein ist fähig, Wohlgefallen am Guten zu empfinden. Aber es gefällt mir. Ich glaube, also Wohlgefallen am Guten, da ist ja wahrscheinlich das moralisch Gute gemeint. Und wenn man so verschlossen ist und bitter, dann gefällt einem wahrscheinlich gar nicht, wenn andere Menschen zueinander freundlich sind. Ja. Oh, jetzt kommt ganz viel. Der Humor hat nicht nur etwas Befreiendes wie der Witz und die Komik, sondern auch etwas Großartiges und Erhebendes. Das Großartige liegt offenbar im Triumph des Narzissmus, in der siegreich behaupteten Unverletzlichkeit des Ichs. Das Ich verweigert es, sich durch die Veranlassungen aus der Realität kränken, zum Leid nötigen zu lassen. Wer ist es? Freud. Natürlich, der Humor. Und das ist natürlich sehr wahr und es ist ein klassischer Satz über den Humor, dass wir als Menschen sozusagen in der Lage ist, uns über das Schicksal zu erheben und über es zu lachen. Das ist wie der Freud hat diesen Witz zitiert vom Verbrecher, der am Montag zum Galgen geführt wird und sagt, die Woche fängt ja gut an. Genau. Übrigens noch einen anderen schönen Witz, der auf dem elektrischen Stuhl wird einer gefragt, ob er noch einen letzten Wunsch hat, fragt ihn der Gefängnisdirektor. Hand halten. Genau, und er sagt, genau. Wenn Sie bitte mal die Hand halten würden. Das finde ich auch sehr schön. Also das ist ein schöner Satz von Freud, ja. Den schreddern wir nicht. Nein, natürlich nicht. Damit ist es schon leer. Ja, wir haben es Vielen geschafft. Dank fürs Spielen. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Danke. So. Jetzt. Oh, ist das schwer. Gucken Sie mal. Achtung. Oh. Oh. Ist ja super. Das ist wirklich unglaublich. Unglaublich. Super. Haben wir, oder? Ja. Habt ihr einen Staubsauger? Scheiße. Ich helfe. Mehr zum Thema Heiterkeit und zur Lebensphilosophie von Axel Hacke gibt's in der Sternstunde mit ihm und die gibt's hier.